Ach, schau an, schon wieder eine Mail von einem Mandanten. Ja, hier, zack, zack, zack. Das geht ja wie das Brezelbacken. Ja, du, ist ja klar. Der Klassiker, nicht wahr? Sie fragen wieder, es geht um irgendeine Aktion, die der Arbeitgeber, sage ich mal, da durchführen will. Und jetzt sind die immer der Meinung, also ohne unser Ja geht ja wohl nichts. Und da wird man sagen, nee, so ganz ist es nicht. Wir müssen immer schön unterscheiden bei den Beteiligungsrechten des Betriebsrats mit Wirkung. Oder vielleicht sogar mal mit Bestimmung. Aber wo ist da echt der Unterschied? Der Unterschied ist, kann man sagen, im Grad der Einwirkungsmöglichkeiten. Die Mitwirkung, der Name sagt es ja, kann ich mitwirken. Ich bin also in irgendeiner Form beteiligt. Wir kommen, Anhörung, Information, Beratung. Vorschlagsrecht vielleicht auch. Ja, genau. Ja. Aber am Ende wird die Ente fett und da sitzt der Arbeitgeber und trifft die Entscheidung im Zweifel und nicht nur im Zweifel, er trifft sie alleine. Allein, Mist. Okay, das muss man akzeptieren. Ja, ist so. Ja, der Gesetzgeber gesagt, das würde zu arg in die unternehmerische Freiheit eingreifen. Du bist zwar an Bord zu holen, aber hast es letztendlich nicht mitzugestalten. Das ist mit Wirkung. Klassiker wäre zum Beispiel ein Klassiker. 102 der Betriebsverfassung, oder? Anhörung vor Kündigung von Mitarbeitern. Ja, du bist anzuhören. Du kannst vielleicht sogar, wenn die Gründe es hergeben, qualifiziert widersprechen. Aber wir kennen das alle aus der Praxis. Wenn der Arbeitgeber sich entschieden hat, dann ist die Anhörung eine Formalie und danach wird er rausgekegelt, der Mitarbeiter. Jetzt. Aber nur Anhörung. Hm. Aber es gibt eben auch Mitbestimmungsrechte und da sieht es schon ein bisschen anders aus. Und da sieht es anders aus. Die Mitbestimmung, der Name sagt, hier bestimmt der Betriebsrat tatsächlich mit. Er muss also Ja sagen irgendwie. Ja, man kann nur unterscheiden. Es gibt sozusagen eingeschränkte Mitbestimmungsrechte, wenn man das so sagen will, und eben die echte Mitbestimmung. Den blauen Himmel der Mitbestimmung, die Begegnung mit dem Arbeitgeber auf Augenhöhe. Manchmal nicht den blauen Himmel zuerst, manchmal den Himmel mit ein paar Wolken. Ja. Ja? Also praktisch diese eingeschränkten Rechte. Aber Puderwolken, ja genau. Also immer so leichte nur. Der Klassiker ist § 99 der Betriebsverfassung. Einstellung, Versetzung, Umgruppierung. Da nützt es nichts, ne? Dass der Arbeitgeber dich informiert, wir kriegen jetzt zwei neue Sachbearbeiter. Nee. Wäre zu wenig. Das wäre zu wenig. Man hat ja mit zu quatschen. Aber jetzt ist die Besonderheit, man kann auch nur Nein sagen als BR. Wenn eines dieser jetzt bei § 99 6 Vetogründe gegeben sein sollte. Also nicht einfach so, warum es dir nicht gefällt, sondern du musst Nein sagen mit einem Grund, den der 99 Absatz 2 nennt. Genau. Das ist und dieser ganz blaue Himmel, den du gerade beschrieben hast, ohne Wolke, auch Puder und so weiter, das sind die, da sagt der Gesetzgeber nicht, wann du nicht zustimmen darfst. Du wirst Gründe haben müssen. Es muss natürlich ein Ermessen, nicht willkürlich sein, aber es gibt keine gesetzlich vorgegebenen. Und da wäre der Klassiker natürlich § 87 der Betriebsverfassung nur Kernbereich. Da kann ich vor allem richtig selber inhaltlich gestalten. Du hast es gesagt, beim 99 und auch bei den anderen Beispielen, ich kann Ja sagen oder Nein. Aber ich kann nicht sagen, nein, aber so können wir es gerne machen. Das kann man anregen, aber ich habe kein Recht drauf. Mhm. Bei der echten Mitbestimmung, wie gesagt, begegnen wir uns auf Augenhöhe. Ich sage, so wird es gemacht. Der Arbeitgeber sagt, so wird es gemacht. Und dann verhandeln wir. Genau. Und das erkennt ihr auch am Gesetzestext. Ja, ich weiß, jetzt guckt der ein oder andere zu und denkt sich so, ach komm, hau mir ab mit den Gesetzestexten. Nee, aber die sind ja manchmal gar nicht so schlecht. Und ich war, so schlecht sind sie ja nun wirklich nicht. Und dann guckst du mal in § 87 Absatz 2 der Betriebsverfassung. Und da steht nämlich drin, wenn eine Einigung nicht zustande kommt, dann geht es nicht zum Arbeitsgericht, sondern in die Einigungsstelle. Und dann kommt der zweite Satz. Und der Spruch, der dort gefällt wird, ersetzt die fehlende Einigung zwischen dir und Arbeitgeber. Und an solchen Formulierungen, auch an anderen Stellen im Gesetz, erkennt man echte Mitbestimmungsrechte. Immer wenn ihr diese zwei Sätze in Kombination seht, wisst ihr, juhu, die echte Mitbestimmung. Blauer Himmel. Blauer Himmel, ohne jede Wolke. Wunderbar. Ja, dann schreibe ich das Ding jetzt mal.